die Mittagspause mit den Wandklingen. Nein, und machen jetzt weiter mit Orksmastei. Ja. Der nächste Part ist nun da. So, wir haben jetzt so die Wandklingen. Sind auch ganz cool und nett, eigentlich, wenn man sie richtig benutzt. Die will ich aber nicht benutzen. So. Jetzt gibt es hier diesmal zwei Ausgänge. Ich habe den Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte betreten. Er schaute ganz finster und sagte: Schau dir nur ihre zerstörte, tote Welt außerhalb der Festungstore an. Dann kannst du es dir vorstellen. Naja, er hätte auch einfach sagen können, das wäre übel. So, hier ist jetzt ein Tor und da oben ist ein Tor. Die sind natürlich näher dran, aber die wollen natürlich auch in die Spalte. So. Wind, ich würde sagen, noch Vampirhandschuhe. Und. Vampirhandschuhe, nee. So, dann das. Und ich würde sagen, noch. Ja, die Barrikaden. Barrikaden können wir dann ja auch noch später aufstellen. Hier oben nämlich so. Badabum, badabum. Das ist schon ziemlich fies. Es kann mir doch egal sein, ob das fies ist. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Mein Bogen ist euer. Jetzt kommt er nämlich erst hier oben. Wir machen trotzdem eine Barrikade hin. Ich habe mich jetzt kaum darauf vorbereitet, aber ich kann ihn gleich nochmal zurückschleudern. Das heißt, wir können sie ganz einfach nochmal nach hinten schleudern, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ja, ich mach's wieder wie im letzten Part. Einfach draufknallen, solange es auf muss. So, jetzt. Das wird sie überraschen. Ich mach schon mal so ein Tor aus. Wir können natürlich darüber springen. Hallo! So, die können natürlich auch gekillt werden. Also die Bogenschütze. Das will ich aber zu verhindern wissen, indem ich die versuche zu beschützen. Ich laufe zwar außen rum und nehme mir diesen Halter hier. Ich laufe natürlich schon mal zur Spalte. Ich brauche jetzt nur zwei weitere. Die wachen nämlich erst bei einer Pause auf. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Ich werde aber hier schon mal so. Ja, scheiße, geht jetzt schlecht. Sie sind unten. Da kommen sie. Komm, ich kann schon mal nach unten. So, jetzt komme ich hier nämlich nicht durch. Deswegen kann ich schon mal ein bisschen zurückhalten, dass wir die Barrikade nicht sofort sprengen, beziehungsweise sie sofort kaputt zu machen. Weil ich glaube, die können sie sogar noch kaputt machen. Ich quatsche nicht so viel. Ihr hört, dass ich ein bisschen heiser bin, also soll ich eigentlich ein bisschen weniger reden. Ich rede aber jetzt mehr, weil ich Lust zu habe. Jetzt wissen die, dass sie hier nicht vorbei können und machen die Barrikade kaputt. Gut. Ja, jetzt bin ich erstmal geowned. Das heißt, es sind 5 Punkte von der Spalte weg, die mich nämlich wieder belebt haben. So, und die Map hasse ich deswegen, weil ich hier meistens verscheiße. Ich glaube, jetzt ist gleich erstmal wieder eine Pause eingelegt. So, jetzt ist die Pause. Können wir erstmal wieder ein bisschen ausstocken. Jetzt sind hier sogar 4. Wollte ich aber verhindern, indem ich. Ich diene dem so mache. Das wird Spuren hinterlassen. Okay, noch.
Bogenschützen hier hinsetzen. Die Barrikade ist natürlich, glaube ich, auch schon wieder aufgebaut. Nein. Na super. Weil sie kommen jetzt nämlich aus beider Richtungen. Greifen die sogar schon an. Ich verliere so schnell. Das wollt ihr gar nicht wissen. Versucht jetzt alle zu mir zu locken, anstatt die da reinlaufen zu lassen. Weil ich möchte ja auch noch, dass ich wenigstens noch weitere Spaltenpunkte bekomme. Weil es kann echt fail sein, dass die alle jetzt da reinlatschen. Und was sie natürlich sofort tun werden. Ne, ich mag das Level neu starten. Missionen, Einstellungen. Ach komm, ich lasse jetzt alle da reinlaufen. Das ist mir jetzt scheißegal. Egal. Ich lasse jetzt da reinlaufen. Ich mach das jetzt extra, damit ich mich sofort wieder auf Erde stellen kann, weil. Ich hab echt keine Lust mehr. Das ist schon ziemlich fies. Das kommt da aber zum Glück nur da raus, aber ich muss mich jetzt mal extra killen. So, weil jetzt hab ich nämlich endgültig verloren. Auf Lehrling oder ist es nicht auf Lehrling? Mann ey, muss der so kommen? Mann, jetzt habe ich mein Gamepad voll gekrümmelt. Mein Wii U Gamepad, das ist scheiße. Ich habe den alten Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte. Kampagnenmenü. Hier auf. Ist zwar zwei Begrenzung, aber verbessern. Ich habe 13 Punkte. Soll ich jetzt die Pfeilwände verbessern? So, dann. Ja. Nochmal neu. Muss ich jetzt ein bisschen geplanter rangehen. Ich habe den alten Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte betreten. Er schaute ganz finster und sagte. Schau dir nur ihre zerstörte, tote Welt außerhalb der Festungstore an. Dann kannst du es dir vorstellen. Naja, er hätte auch einfach sagen können, das wäre übel. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Das wird Spuren hinterlassen. Vielleicht noch etwas hiervon? Nein, kann ich davon ja wegnehmen. Dann mache ich jetzt hier schon mal eine Pfeilwand hin. Und dann bapp ich jetzt hier noch zwei Bogenschützen ganz weit hin. Zu dienen. Mein Bogen ist euer. Kann auch. Ja, also das müsste jetzt eigentlich besser laufen. Ich habe nämlich keine Lust darauf, dass das jetzt hier so scheiße läuft. In dem Modus leckt es meiner Meinung nach ein bisschen. Tschüss!
fast Mitleid mit den Orks. Obwohl, eigentlich nicht. Vielleicht kommt jetzt die erste Pause, ich bin gerade ein bisschen weniger am Quatschen, weil ich mich gerade ein bisschen konzentriere. Ich würde jetzt sagen, weitere Bogenschützen oder weitere Verlangsamer. Verlangsamer auf jeden Fall. Jo. Bisschen aufstocken. Jetzt kann ich noch zwei Verlangsamer hinbauen und... Ach komm, die haben Zeit, da kann ich ja mal hier unten helfen. Tschüss, nach hinten mit euch. Ich werde jetzt mal nach oben gehen, weil die werden jetzt nämlich gleich sofort attackiert. Das wird Spuren hinterlassen. So, läuft schon mal besser als letztes Mal. Also, ich finde, es läuft schon mal ganz schön gut. Ich gucke auch manchmal echt auf die Wellenzahl, ob die Wellenzahl auch schon ganz schön hoch ist. Also, ob wir auch schon ganz schön viele Wellen überlebt haben. Und das scheint schon zu sein. Also... Finde ich eigentlich ganz geil. Das Spiel auf Steam zu kaufen ist echt gut gewesen. War auch übrigens in einem Mitglied mehr. Das habe ich aber schon letztes Mal gesagt.
Okay, es übernimmt wieder Überhand. Und wollt ihr einen Pfeil ins Knie? Ja, ihr wollt einen Pfeil ins Knie. Fuck! Ich wollte aber keinen Pfeil ins Knie. Und anscheinend hat das jetzt zu sowas geführt. Nee. Am Arsch, hier, hallo. Nein, niemals. Hier kommt noch keiner durch, nein, das ist noch... Der Club ist noch nicht geöffnet, Malz. Mann, ey. Gott, die sind wieder am Leben. Die baue ich mir hier weg. Ich baue immer hier vorne dran. Es wird richtig wehtun. So, dann mache ich jetzt noch. Mein Bogen ist euer. Ich diene dem Orden. Ich diene dem Orden. So, das sind jetzt die letzten zwei, drei Runden. Nein. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Zeit für ein Picknick. Ich brauche was, um wieder Leben zu bekommen. Ich muss weg, denn hier sind schon wieder Gegner. Nein! Mann. Thank you.
Ach komm, die kommen mir klar. Oh, war er, den habe ich jetzt nicht gesehen. Yes, wenigstens das jetzt geschafft. Ja. Okay, das nächste Level machen wir auch noch, habe ich jetzt entschieden. Der Part ist schon viel zu kurz geworden. Oh, jetzt bekommen wir sogar Dampffallen, also die fliegen dann hoch. Da sind nämlich Ventilatoren drunter. Ventilatoren. So. Oh, sind das auch auf? Egal. Mal kurz weg. So, ich habe eben das Fenster zugemacht. Ja, jetzt müsste es eigentlich ganz gehen. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. True und mehr Pfiffigkeit. Ich würde sagen, Barrikaden. Nein, keine Barrikaden. So, jetzt habe ich mein Sortiment wieder komplett. Hier oben sind sogar schon Bogenschütze platziert. Ich würde aber sagen, dass wir, wenn es noch schaffen, ein, zwei Bogenschützen mehr drauf platzieren. Zwei hier. Ich diene dem Orden. Nennt mir ein Ziel. Weil hier kommen jetzt sogar fliegende Leute. Nein! Das war fail. Jetzt habe ich es vermasselt.
Fassung? Das wird Spuren hinterlassen. So, ich bin gerade ein bisschen ruhig, war konzentriert und so. So, jetzt können wir nochmal mit dem Bogenschützen jeweils aufstocken. Nennt mir eine Richtung. Ich diene dem Ort. So, noch zwei weitere jeweils. Bereit zu dienen. Mein Bogen ist euer. Nennt mir eine Richtung. So, jetzt kommen sogar hier welche raus, also ganz schön knifflig zu erarbeiten. Die Gegner in der Luft muss ich mich jeweils auch noch kümmern. Die können aber nicht spucken. Das heißt, ja, die können einfach nur fliegen und die Bogenschützen schießen da ab. Wir kommen eigentlich ganz schön gut voran bei den Parts, meiner Meinung nach, jetzt. Also durch sein werden wir eh nicht. Also werden wir eh so schnell nicht, aber die Kopfnuss? Na egal. Es kommen sogar aus beiden, das ist nämlich so ganz scheiße zu koordinieren. Also hier kommen jetzt normale Orks raus, hier kommen jetzt erstmal diese kleinen Pissviecher. Ab. So, jetzt kommen da auch noch die Massen raus. Das heißt, ja, überall kommt Sprühsahne raus. Ihr könnt auch noch die Kommentare schreiben, wenn ihr überhaupt Kommentare bei mir schreibt. Ob die Konstellation, die ich immer jetzt habe, auch perfekt ist, also eurer Meinung nach. Ob ich da vielleicht noch was verbessern kann und so weiter und so weiter. Also Microsoft Games machen echt gute Spiele. Wie Fable und so weiter. Also Nein. Nicht meine Diener angreifen. Sonst muss ich später noch den Frauen und Kindern erklären, warum ihre
Männer bzw. Väter tot sind. Das kann eine Heidenarbeit bedeuten. Ja, wir wissen's. So, jetzt kommen die letzten paar Runden und dann können da dann wird der Part auch schon wieder beendet. Ich nicht so richtig ins Mikro, sondern war so eine kleine Pfeiflaute, weil das war nämlich dann beabsichtigt. Zack, 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 zack. Zack, boom. Cool. Also hier bin ich jetzt auch nur einmal aus Versehen gestorben, einmal aus Versehen. Das lag aber wirklich nur daran, dass ich aus Versehen da runtergesprungen bin, ohne es zu sehen. Ich wusste doch, dass ein Troll kommt, ein Ork. Nein, ihr kleinen Wichte. Nein. Oh, jetzt falle ich hier sogar schon fast wieder runter. Ey, das ist ja mal so knifflig. Jetzt laufe ich auch noch in ein Gefecht rein. Und der Ork ist platt. Bing. So, jetzt kommen nämlich nochmal aus jeder Richtung, weil das muss ja so sein, das ist... Ich finde, die Fernkampfwaffe ist eigentlich hier am geilsten gemacht. Also, es gibt dann im zweiten Teil auch noch eine geile, aber... Ach doch, die können doch spucken. So, noch ein bisschen Money sammeln. Was ich nicht mehr gebrauchen kann, höchstens, wenn das Money dann auf die nächste Runde übertragen wird. Yes! Doch, Gegner. Doch, noch geschafft. Und das schnell. Ich weiß, ich spiele auf dem Lehrling, das ist ein bisschen loophaft, egal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich würde mich über Bewertung freuen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei den nächsten Leveln. Ciao.